Ja, herzlich willkommen oder wie man hier sagen pflegt, in das Tudorviertag Deutsch in der Daikurit. Na, Paschu nach Ruhlblät in Slatje. So, wir wollen heute hier das Spiel Farmers Life mal ausprobieren. Hat natürlich eine große, ja, ich nenne es mal Reichweite, also es ist auf Polnisch und auf Englisch zu bekommen. Und da sollen wir so irgendwie so einen Kasimir hier oder irgendwie so einen versoffenen Asi da spielen. Gut, dann drücken wir einfach mal auf Play oder auf Tutorial. Starten wir es ja ein freies Spiel, also zum Testen mal, ein Prolog. Und ja, was sehen wir hier? Also anscheinend kommt dieser besoffene Asi da. Der kommt aus Salice. Da irgendwo so ein, ja. Schon etwas, ich würde mal sagen, abgelegene da, Ortschaft. Will ich es mal nicht nennen, aber das scheint so ein bisschen weiter ab vom Schlacht zu sein. Bei uns sagt man eigentlich am Arsch der Heide. Also so viel wie. Naja, so da fahren ab, sagen wir mal so, 17 Uhr keine Busse mehr. Im Prinzip. Ja, gesagt, ich habe es vorhin einmal ausprobiert. Ich habe da schon Magengeschwür bekommen, weil leider der Ladebildschirm da dauert so ein bisschen länger für diese Scheiße. Aber, na gut. Wir warten es einfach mal heldenhaft ab. Wir gehen das nochmal ein. Und ich würde sagen, ich pausiere das einmal kurz, bis das hier durchstartet, weil das dauert echt Ewigkeiten. Aber gut, dann ich drücke mal auf Pause und dann hören wir uns dann gleich im Anschluss. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder im Mai 1954. Ja, gut, eigentlich gehört sich das nicht, dass in einem Let's Play vorne in den Rederunden quasi gebabbelt wird. Aber das ist eh ein total besoffenes Polnisch, was der von sich da raushaut. Und erzählt einfach nur von wegen, dass er da ja, sein Leben so mal auf die Reihe kriegen muss. Ne, jemand, der mit einem Schwein im Schlafzimmer lebt. Ne. Aber wir nennen es Schwein einfach mal liebevoll einfach Pavel. Pavel, unser lustiger Begleiter, der uns das ganze Spiel über begleiten wird als kleiner Helfer. Ja, und so stellt man sich das idyllische Landleben eines polnischen Landwirts vor. Besoffen mit einem Strohkorb zwischen den Beinen, ne? Und immer noch besser, als wenn er mit einem Schwein im Bett liegt. So, gut, wir starten letztendlich mit spannenden 40 bis 50 FPS und wir haben eine Demo. Wir sollen jetzt mit der Maus ein bisschen rumwabbeln, dann sollen wir das typische WASD-Gedöns hier machen, ein bisschen bewegen, ein bisschen ja, shiften, ein bisschen Gas geben. Wir sollen an Pavel zoomen. Das machen wir auch hier. Das ist unser fluffy kleiner Helfer. Na, da kann man dann so, ja, drücken nicht, aber der hilft so ein bisschen wahrscheinlich so ein bisschen mit, was man machen soll. Guck, der läuft mit uns hier an dieser lustige Ecke, wo wir jetzt Stöcker sammeln sollen. Warum auch immer Stöcker sammeln. Ich kann es mir vorstellen, weil ich habe da vorhin schon fast einen Morgengeschrei gekriegt, bis ich das kapiert habe. Weil ich zeige euch gleich mal warum. Also das Spiel ist ja, merklich, ja so, ja, polnisch. Vorderasische Produktion oder sowas. So, und wir sollen jetzt auf jeden Fall erstmal mit Kasimir da ein wenig Äpfel essen. Ich habe es auch ausprobiert, denn das ist ein Misthaufen, da wollte er nichts von essen. Hier die Kirschbäume, die gehen auch nicht. Also das soll man dann hier so mal, ups, so ein bisschen mampfen, so ein paar Äpfel. Und das hilft natürlich auch nicht, nur zwei Stück zu essen. Nein, wir müssen natürlich gleich alle essen, weil er dann merkt, er hat einen Brand und dann haut er sich jetzt mal 3 Liter frisches Wasser aus der Regentonne in Kadaver. So, jetzt brauchen wir ein Pferd. Er nennt seinen Wegbegleiter und seine, sag mal, seine, ja, seine Geliebte nennt er Fluffy. Das ist nicht Fluffy, das ist Pavel. Aber wir kommen zu unserem Freund Knusche Knoscher. Guck mal. Und jetzt kommt nämlich der Hammer. Das steht unten Plo. Also das Spiel ist ja, wie gesagt, bekanntlich so polnisch, usbekisch oder sowas. Also weiß nicht, wo das. Also, aber das ist halt, das ist so ein Essen, was die da essen. Das ist so ein Reis-Fleisch-Auflauf mit Kartoffeln und Möhren.
Normalerweise, also jetzt ganz ehrlich, da geht man so rein und sieht als erstes die Schlachtbank. So, was denke ich denn, wenn ich ein Pferd habe und soll daraus ein Plo machen? Also irgendwie so diesen komischen Eintopf, den sie da in sowas, so ähnlich, sag ich jetzt mal, wie, ja, irgend sowas essen. Und dann frage ich mich, jetzt habe ich das Pferd zu helfen genommen und soll das denn nicht an dem Plo hängen? Also das heißt an den Pflug. Aber, ja, jetzt hat er Hüsse, Hüsse, wie so Otto Horsau. Ja, indem du das Pferd nimmst. Aber wo ist das Pferd da? Wieso steht das Pferd da rum? Ich habe doch auf Lead gedrückt. So, jetzt komm her hier, alter Zossen. Und ran mit dir an den alten Pflug der Freude. Jetzt wird hier geackert. So, und jetzt kann man eigentlich ein bisschen anfangen, das Ding da vorne zu basteln. Weiß gar nicht genau, warum das nicht so geht, wie ich das mir vorstelle. Aber wir probieren es mal. Connect Horst. Horst. Und dann können wir jetzt hier anfangen, den alten Acker zu bewirtschaften. Mal ganz im Ernst, also die 10 Quadratmeter, die er hier hat, da könnte man rein theoretisch auch wunderbar mit einer Schaufel beigehen und mit einer alten Spitzhacke. Aber wir wollen ja auch mal in größeren Zügen quasi denken. So, das drücken wir mal auf E für Start Plowing. Upsa. So, jetzt knuspert er hier erstmal wie bei einem richtig guten Landwirtschaftssimulator sich gehört, den Acker um. Wir nehmen natürlich möglichst viel Fläche mit. Und ich sage euch, wer schon mal Landwirtschaftssimulator gespielt hat, der weiß ganz genau, dass wir hier definitiv mehr Freude dran haben, als wir überhaupt haben könnten. Weil das Pferd hier hat einen höheren Radius als die größte Erntemaschine, die wir eigentlich da kaufen können. So. Erstmal deconnected gewesen. So, ab dafür, Horst. Also, das ist echt ein Abenteuer, das Spiel hier. Mal so, also die Idee ist eigentlich ganz geil. Also, warum nicht? Also, wenn man jetzt überlegt, das ist jetzt ein bisschen. Also ein bisschen Farming, ein bisschen Landwirtschaftsgedöns, sowas. Also mir macht das auch Spaß, also ohne Frage, da bin ich auch ehrlich mit. Aber ist natürlich sehr langwierig, ne, wenn du jetzt überlegst, jetzt mit so einem Pferd da jetzt so einen kleinen Acker zu bewirtschaften. Also da hätten sie fürs Tutorial quasi auch so ein bisschen, na, ich nenne es mal, vielleicht ein bisschen lockerer mit sein können, ne? Aber ich sag, man muss natürlich auch ein bisschen Content bieten, das ist schon klar. Also ist aber auch realistisch. Also ich frage mich eigentlich, was er dann auch gleich anbauen will, ja. Aber wir ziehen unsere Spuren, Wasserzeug hält hier, alles gut. Und wir sind ja auch dankbar, dass so eine Spiele ja auch dann zum Testen sozusagen kostenlos sind. Da kann man ja sich auch vorstellen, auf was man sich dann nachher einlässt. Und ich denke mal, wie gesagt, also so im Prinzip, wenn es so, ja, ich sag mal, jetzt nicht weitergeht, aber wenn man jetzt sich da so ein bisschen mit verbindet und so ein bisschen, naja, Weiterentwicklung vielleicht mitverfolgt, so dann kann man sagen, das hat vielleicht wirklich noch Gesicht. Aber das ist teilweise echt, ja, schlecht umzusetzen alles. So, jetzt hau die Hacken in Thea, Mädel. Ich sehe schon kommen, dass man diese ganzen einzelnen kleinen Fusseldinger auch noch aushaken muss hier. Eieieiei. Aber wie gesagt, das ist ja halt alles, was ein bisschen prähistorisch ist, was er hier auf dem Ding hat. Ich meine, in den 50er Jahren, da war das
ja auch überall so. Es war ja kurz nach dem Krieg, da hatten sie ja auch nicht viel Alternativen. Wenn man überlegt, wie gesagt, hier hatten sie schon so Feldmaschinen gehabt, aber das war ja dann ja auch, ja, der Kalte Krieg war ja mitten am Laufen, da gab es ja gar nichts. Und sie waren ja froh, dass sie überhaupt Pferde hatten, wahrscheinlich. Und da muss man das Beste draus machen. Es bleibt weiter entspannt. Oh, ich kotze auch im Karree. Jetzt haben wir hier wahrscheinlich welche furchtbar kleinen, krustigen Ecken. Und wir sind auch mitten in der Nacht. Jetzt kommen gleich bestimmt die Zombies. Sie schon kommen, ehrlich. Also das hätten wir auch ein bisschen anders machen können, dass man da wirklich also ein bisschen gezielt saubere Arbeit mit kann. Ach, da liegt auch noch Rasen. Da ist noch Fächer. Das hat also die Range, wo das eigentlich miteinander arbeitet hier, also wo das so connected, die ganze Geschichte. Da hätten sie halt so ein bisschen, ja, ein bisschen feiner vielleicht mit umgehen sollen, weil es echt schon ganz schön kompliziert ist, den alten Gaul hier umzudrehen. Aber naja, aber die Leute auch am Spiel halten, ne? Aber das ist auch noch so ein paar Millimeter Rasen zwischen. End of Ploy Losing Radialmenü. Endlich fertig. So, Let's of Positive F 7 sowieso. So, was haben wir denn jetzt da? Start Ploy. Leave, Finish. So. Ja, jetzt möchte er sich einmal ein bisschen hinlegen. So. Das heißt, dann gehen wir wahrscheinlich erstmal mit unserem Pavel wieder ab in der Hütte hier. Und dann wird hier erstmal ein bisschen Katsanga gemacht. So, Sleep Powers, ja, machen wir mal bis morgen früh. Das hat er sich auch verdient, unser Kasimir, der alte Kartoffelkopf. Guck mal, jetzt gibt es hier schon Fahrrad im Suffstadium. Der scheint aber richtig gut belangt zu sein, der Kollege. Oh, der Lenker. Hui. Los, Pavel, ab dafür. Oh, Katjuscha, Katjuscha, Katjuscha. La 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 la. Oh, Katjuscha, Katjuscha, Katjuscha. Ich fahre mit dem Fahrrad. Tada. Oh, das ist aber ein Trunkenbold-Simulator von meiner Pfalz. Weißt du, so fühle ich, oder so habe ich mich früher eigentlich immer gefühlt, wenn ich auch von der Disco nach, oder von der, also aus der Kneipe nach Hause gefahren bin. Langes her. Eieiei. Na, Hochstarter gleich gemacht. Ne, nee, dauernd Rest. Schon wieder? Ja, komm, bis auf nach Hause gehen hier alles. Den ganzen Abend sich die Zeit damit verballert, hier irgendwelche Trödeldingen Arbeiten zu machen auf dem Feld und dann wird man hier noch geschunden und naja, komm, dann saufen wir uns noch ein hier. Wird gelootet, was er Zeug hat. Oh, guck mal, die Lampe. Krass. Stimmt, es mal vorne schon ein Eingang, so wie es ist. Komm, mein Huhn, ein Huhn! Rennen sie weg. So, jetzt gibt es erstmal einen Bottle of Wodka. Lecker Wodka. Lalalala. Lalalala. Die ganze Welt geht unter und Kasimir ist voll wie ein Amtsmann und knallt sich erstmal ab in der Kiste. Ja, da wird 12 Stunden geschlafen. Damit der Brausekopf ein bisschen befreit ist. So, September 10, 1954. Und die Nacht stürmt bei unserem Kasimir im Schlafgemach. Er ist immer noch voll wie ein Amtsmann. Pavel wacht auf. Oh, wir müssen gucken, was im Stable passiert. Oh nein, es brennt, es brennt. Obwohl, das tut wirklich nicht Not. Wie kann ich das löschen? Ach, dann brauche ich bestimmt den Eimer. Ich habe doch gesehen, da war so ein Ding hier, so ein. Da.
Da wird erstmal Wasser geschöpft. Zack. Release Animals vom Bahn. Ach so. Da die Hühner. Put the fire out. Ah, das heißt, dann können wir so also Hühner hier mal ein bisschen löschen. Komm, erstmal die Tiere. Die haben es nicht verdient. So. Und dann haben wir jetzt den alten Kugel löschen hier vom fröhlichen Zauberhaus. Da geht man natürlich von unten nach oben. Das wollen wir auch gleich richtig machen, nach der Schule alle. Da Kasimir hat aber wirklich zu kämpfen hier mit seinem Bauernhof, der Arme. Nur am Saufen, nur am. Ach so, das können wir gleich mal releasen hier. Stop Bleeding. Ja, da wird wie gesagt von unten nach oben gelöscht. Und wir machen das eigentlich ganz gut. Ich muss sagen, also wir sind da wirklich richtig gute Feuerlöscher. Und wenn man uns nicht hätte, dann hätte man anderen gehabt. Aber ja, das ist natürlich jetzt doof. Komme ich denn da oben dran? Ne? Ach, hier ist eine. Los rauf mit dir, Pavel. Oh, ich vergaß, du kannst ja gar nicht hüpfen. Das ist natürlich auch blöd, ne? Da bringt dir die beste Treppe nix. So. Oder ist hier noch irgendwie so eine Leiter nach oben da auf den alten Schober? Nö. Also Typen sind blöd jetzt hier, ne? Ach, höher gucken kann ich auch nicht. Was machen wir denn da? Oder kann man die Leiter nehmen? Tick, ach. Haha. Ach, er will schon wieder einen Schnaps, ja. Setup leider. Warte. Jetzt geht es mich rund, jetzt kriegen wir auch den das Lagerfeuer hier gelöscht. Alle hopp. Zack. Das war doch schon mal ganz gut. Ups. Ja, da haben wir den September 54 auch gut überlebt. Ja, gut, dann würde ich erstmal sagen, ich unterbreche erstmal diese Aufnahme. Wir können auch mal schauen, dann mache ich dann beim nächsten Teil mal weiter. Wenn es dann wieder heißt, Kasimir lustiger Kartoffelbauernhof hier mit unserem Freund Pavel, dem lustigen Schweinchen. Und ja, dann sage ich auf jeden Fall erstmal Horridum mit O. Lasst euch nicht ärgern. Wir picken schon mal das ab und wir sehen uns dann im nächsten Teil. Bis dann. Tschüss.